Die Zakat darf teilweise an wohlhabende, reiche, unbedürftige Menschen gegeben werden. Allah Ta'ala sagt, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ. Das sind die ersten zwei. Die Sadaqat, was ist mit dem Sadaqat gemeint hier? Die Zakat, na'am. Also das Wort Sadaqa wird auch für die Pflichtzakat verwendet. In diesem Vers handelt es nämlich um die Zakat. Das heißt, das Wort Sadaqa wird nicht nur für die freiwillige Abgabe verwendet, auch für die Pflichtabgaben wird es verwendet. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. Die Sadaqat, sie sind für die Fuqara, die Armen, die Mittellosen, die Bedürftigen, والعاملين عليها, und die in der Zakat Arbeit beschäftigt sind. Was heißt das? Ja, die Leute beispielsweise, die rumfahren durchs Land, um sie einzusammeln, die das Ganze berechnen, die abmessen und abwiegen. Beispielsweise bei landwirtschaftlichen Erträgen muss das ja alles, das muss ja alles gemessen werden, gewogen werden und so weiter. Sie werden auch von der Zakat bezahlt. Versteht ihr? Außer sie bekommen einen Lohn dafür, beispielsweise von, sie sind fest Angestellte und sie bekommen einen fixen Lohn, dann haben sie kein Anrecht auf die Zakat. Ist das aber nicht der Fall, dann haben sie auch Anrechte auf die Zakat. Tayyib. Und nach diesem Prinzip gehen auch viele wohltätigen Vereine. Sie nehmen Spenden ein, die Selbstkosten, die aber entstehen, bezahlen sie aus den Spenden. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, und jene, deren Herzen, ich sage jetzt manchmal, deren Herzen gewonnen werden sollen. Und das können auch Kuffar sein, denen man Gelder von der Zakat gibt, um sie beispielsweise, wenn man befürchtet, dass sie Schaden anrichten, dass sie sich zurückhalten. Oder beispielsweise neue Muslime, die etwas schwach sind, die man damit fördern möchte. Auch wenn sie unbedürftig sind. وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبْنِ السَّبِيلِ. Und die sich verschuldet haben, auch der jemand, der Schulden hat, auch der darf die Zakat empfangen. Er ist Zakat berechtigt, bis seine Schulden ausgeglichen sind. Und er ist nicht zur Zakat verpflichtet. Wer Schulden hat, die über den Nisab gehen, der ist nicht Zakat verpflichtet.